So, bei dem Penis und bei Edel sind wir wieder zurück. Pokémon sind geheilt und hier geht's jetzt weiter mit der Reise. Und der nächste Trainer steht schon an. Aber er möchte nicht kämpfen, oder wie? Wir greifen ihn von hinten an. Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob du zurechtkommst. Ob du zurecht... Hä? Ich habe da irgendwas Falsches gelesen, ne? Einmal Cargo, okay. Großer Vorteil für uns ist Nebel. Ja, Nebel ist ein... Anders kann man es nicht nennen, Nebel. Es ist immer noch nebelig. Der Slender könnte hinter jeder Ecke stehen. Ich meine... ihr müsst mal raten, was ich dieses Jahr als Halloween-Special vorhab. Ich glaube, der Slender ist eine Andeutung. Also, ich spiele es nicht. Nein! Mein Bruder und ich... Hab meinen Bruder gefragt. Er macht mit. Hält die Kamera. Ich, schwarzen Anzug an. Halt ein weißes Gesicht machen, ne? Von wegen so eine Art Tüte, wo du auch Luft durchkriegst. So. Ja, und dann warten wir auf eine nebelige Nacht. Das haben wir vor. Ich hoffe, es klappt auch irgendwie. Es wird bestimmt nochmal im Laufe des Jahres Nebel geben. Und dann werden wir da sein. Und dann geht es los. Die Leute werden in Angst und Schrecken fallen, wenn der Slender hinter ihnen auf einmal her ist. Und ich nicht wie letztes Mal einen Tritt in die Eier bekomme. Ja, ich habe das nämlich schon mal gemacht und, ja, die eine Dame, die hat sich ein bisschen zu sehr erschrocken, als ich plötzlich hinter ihr stand. Und dann hat sie sich umgedreht, gebrüllt. Und auf einmal ging ihr Fuß nach oben zwischen meine Beine und ich stand dann nur noch und, oh Gott, ey. Passiert, aber es war lustig. Also, außer der Tritt vielleicht, aber es war lustig. Wir haben gelacht so, aber wir haben es halt nicht aufgenommen. Das war das Problem. Deswegen wollen wir das auch aufnehmen, damit es ein bisschen lustiger ist. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Angst die Leute haben. Die meisten kennen ihn vielleicht, denken so, ja, das ist so ein Spaß, der verkleidet sich. Vielleicht denken andere auch so, oh, das ist so ein kaltrünstiger Killer. Mother der Killer. Billy, Mother the Kid oder so. Nun ja, wer weiß. aber die Idee finde ich gut. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Und wenn es 2 Wochen später erst kommt, da kann ich auch nichts für. Es ist immer vom Wetter abhängig. Und wenn das Wetter sagt, nö, der nette Mother darf keine Leute erschrecken, weil... Ja, die hat zum Beispiel Herzprobleme und so. Jetzt knallhart, das Leben ist hart. Ich kann ja nicht wissen, dass die Herzprobleme hat. Es ist einfach ein Streich und... Sag mal zu Halloween, die Nacht der Streiche nicht eigentlich? Oder ist das April? Ich weiß es gerade selber nicht. Wie viel Schaden haben wir gemacht? Den Dreck da? Alter, wir treffen auch gar nicht, ne? Ja, und es setzt auch immer wieder Amnesie ein, weil Amnesie trifft immer eigentlich, also hält sich immer dran. Das ist ein kleines Problem. So, komm, triff. Sag mir, wie viel. Alter, das ist ja gar nichts. Aber es ist verwirrt. Das heißt also, es kann sich selbst verletzen. Und ich hoffe auch, dass es sich selbst verletzt. Natürlich nicht. Natürlich möchte es seine Abwehr so hoch wie möglich machen, aus irgendeinem Grund. So, ist verwirrt, das ist auch gut so. Jetzt treff dich mal selber. Einfach nur selber treffen, das kostet dich genauso viel wie alles andere und der Kampf geht schneller vorbei. Ja, es ist nicht mehr verwirrt, das ist natürlich sehr praktisch. Und wir machen auch immer weniger Schaden. Bald machen wir noch 1 KP-Schaden mit einem Volltreffer. In der Hoffnung, dass wir es jetzt verwirren. Leider nicht, okay. Also ich glaube immer noch, dass wir es irgendwie verwirren, aber... Ja. Es ist einfach gerade hier ein bisschen... Ja, Hoffnungslosigkeit.
einen Gegner zu besiegen, der eine hohe Verteidigung jetzt hat. Ja, der Dreckpflege gibt es noch. Eine Attacke, die ich nie begriffen habe. Wir heilen uns mal lieber, weil ich weiß nicht, wie das sonst endet hier. Da ist die Kumo-Milch. Einmal voll aufladen, bitte. Ist ja in dem Fall günstiger als ein Supertrank und heilt auch doppelt so viel. Also definitiv sehr günstig. So. Dich der Nebel. Ich kann auch gerne noch ein paar Runden dicht der Nebel bleiben, aber ich muss es besiegen, weil sonst komme ich hier nicht voran und... Ja. Du hättest die Ehre zu verwirren. Also verwirrt zu werden. Das wäre nämlich sehr cool von dir. Cornel würde ein Level abkriegen und ja. Cornel wird uns in den Top 4 noch sehr wichtig sein, weil es gibt einen Feuergegner. Fällt mir so mal gerade auf. Ja. Ignatz. Ich frage mich, was du hast. Also. Das Lustige ist ja, du triffst dich nicht selber, warum auch immer. Jetzt komm einmal wenigstens. Dankeschön. Ja, aber bei so einer hohen Verteidigung macht es sich selber kaum noch Schaden. So, Hitzewelle. Ja, okay. Ich glaube, Cornel verabschiedet sich jetzt erstmal. Jopp. Okay, das ist auch kein Problem. Wir setzen Panferno ein. Denn Panferno ist Feuer und da sind wir ein bisschen noch begünstigt mit. Und mit dem Zertrümmerer hoffen wir auf einen Treffer. Und ich hoffe, sein Trash-Flegel trifft nicht, weil ansonsten, ja, sehr viel KP für uns weggehen. Aber wir haben ja gerade eine Trefferchance von 100%, die treffen wir alle und... Drei Attacken, dreimal nicht getroffen, was ist los? Jetzt aber, komm. Das ist echt asozial. Der Nahkampf müsste jetzt aber mal treffen. Dankeschön. So, dreckiges Teil bist besiegt. Kurtel hat sehr viel KP gehabt. Und von diesem 7-Minuten-Kampf hat er jetzt knappe 5 Minuten gebraucht. Das ist unglaublich. Ja. War schon komisch. Wir müssen uns natürlich jetzt wieder heilen. Das dauert natürlich alles wieder. Aber nun ja, es muss halt so sein. Wir sehen, Cornel ist down. Ich werde auch erstmal nichts dagegen machen. Weil, ja, was soll ich großartig machen, ne? So, der nächste Gegner steht an. Das ist ein Karate-Profi. Mal gucken, dieser muskulöse Körper dient nicht nur als Show. Oder der Show, eher gesagt. Und das sehen wir jetzt. Nun ja, drei Gegner, drei Kleinsteine. Nein, hoffentlich nicht drei Kleinsteine. Das wäre... Ah, ich kann mir aber ahnen, was der vorhat. Jetzt wäre ich froh, wenn ich Cornel wieder hätte. Also, es ist komisch. Lucario wird in den Kampf geschickt, weil Lucario könnte die EP gebrauchen. Oh, eher gesagt, die K, ne? Hier in dem Fall ist er. Explosion! Yeah, wir sind aus Stahl. Das macht uns so viel aus. Ja, gar. Geil. Das macht uns noch mehr aus, ohne Witz. So, jetzt kann ich mir einen Georock vorstellen, als Folge ein Geowatz. Ja. Das war mir jetzt irgendwie klar. Ist halt Bloody Platin, hier ist ein bisschen nach Zeit voraussehbar. So, die Kraftwelle setzt ein. Ich hoffe, es paralysiert. Wir machen schon derbe Schaden. Und es paralysiert. Oh, es paralysiert wirklich. Und es kann auch nicht angreifen, das ist sehr praktisch. Es grinst nur noch zu, es denkt so, haha, ich gewinne trotzdem. Meine Explosion setzt dir gleich zu, weil mir jetzt ein KP übrig bleiben aus unfairer Spielweise. Nö, okay. Bleiben mir noch ein KP übrig und ich töte dich damit. So, und kurz auch die... So wie Cornel steht auch die K voll Level up, also... Ja, ne? Level 60. Ist langsam hier ein Alltag, Level 60. Und eine hohe Verteidigung ist ebenfalls Alltag langsam. Erdbeben, okay, Erdbeben könnte problematisch für TK werden.
Und es wird auch problematisch enden. Nein, wir sterben. Außer TK hat eine hohe Verteidigung. Aber nein. So. Serge, der Nebel. Unser nächstes Pokémon ist down. So. Alles in die Hoffnung eines Nahkampfs. Nahkampf hat uns schon oft geholfen. Sehr oft sogar. Was habe ich gesagt? Nahkampf Winner takes all. Und wieder ist unser nächstes Pokémon hier kurz vorm Level abgestorben. Nach Coin und auch Decay. Also, ja. Und wir hauen direkt in den nächsten Gegner. Nein. Riskant. Risiko. Risiko ist unser Ding. Also, ich werde dich hier Vorteil Vogel-Pokémon. Vogel-Pokémon! Hey Roman, das ist deine Runde hier. Und es ist wirklich ein Vogelfänger. Und er hat wirklich Vogel-Pokémon. Eine Noctusse. Eine Noctu. Eine Nocture. ja, das ist weiblich, ne? Ich glaube aber, jede Attacke könnte Roman trotzdem töten. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, weil Roman ist nicht unbedingt stark in der Verteidigung. Deswegen möchte ich es auch eigentlich entwickeln lassen. Definitiv möchte ich es entwickeln lassen, aber ja. Es hat knapp überlebt. Knapp nur. Und ja, jetzt trifft es nochmal. Also es ist... Roman, du musst dich entwickeln in deinen Raichu. Ansonsten bist du... Du bist auch so schwach. Also Pikachu ist immer schwach im Pokémon-Spiel gewesen. Aber hier bist du erst richtig schwach. Und wir haben uns... Wir haben hier unsere Vorteile gesehen. Müsst ihr jetzt mal überlegen. Also von daher... Wie viel macht Flammenrad? Ich hoffe etwas. Als... Nein! Ruhr, du Motherfucker! Alter! Nicht, dass das hier zur Gewohnheit wird. Weil Ruhrort ist eine Attacke, die muss nicht unbedingt daneben gehen. Die habe ich gesagt, ne? Ja, jetzt hast du dich wieder komplett geheilt, unfairerweise. Unser Flammenrad trifft, und das ist auch gut so. Ja, yeah, so, und das ist gut so. Und ich hoffe, wir machen wenigstens die Hälfte Schaden. Ja, es geht, ne? Sondersensor. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Überleben wir es? Ich hoffe, ja. Oh, es hat sogar weniger abgezogen, als ich dachte. Und wir töten das Noctu jetzt. Auf jeden Fall. Das ist tipptopp super. Woher habe ich das? So tipptopp super. Kommt mir irgendwer bekannt vor. Ich weiß nicht, woher es kommt mir bekannt vor. Schwalboss, okay. Das nächste Pokémon, was Probleme machen könnte, weil es Luftattacken kann. Greifen weiterhin mit Flammenrad an. Und hoffen, dass wir wenigstens etwa die Hälfte immer abziehen. Das kann ich ja mit jeder Attacke ändern. So, wie viel zieht es uns ab? Oh, es tötet uns fast. Riskieren oder nicht? Nein, wir können es nicht riskieren. Aeora, es trifft nämlich immer. Und ja, wenn wir nicht treffen, haben wir ein Problem. Es sei denn, jetzt Ruheort ein. Dann riskiere ich es natürlich jetzt gleich in der nächsten Runde. Aber jetzt sind wir erstmal geheilt, also von daher. Aeora, es trifft immer, definitiv. Und zieht uns auch die Hälfte ab. Okay, wir müssen riskieren. Bitte lass treffen. Ja! Verdammt, ey. Das ist gut. Das ist sehr wichtig jetzt für diesen Kampf, weil... Ja. Nur so kommen wir voran. Wir sind natürlich komplett im Nachteil, weil Kampf hat irgendwas gegen Vogel und... Keine Ahnung, wie sie auf gekommen sind, dass Vogel-Pokémon hier ihr ganzes Potenzial zeigen. 50 Euro, dass wir jetzt sterben. Wetten? Wetten, wetten, wetten? Ich heile mich jetzt und dann sterben wir, weil... In diesem Part sind wir immer vorm Level-Up abgereckt. Also verreckt. Definitiv. Das weiß ich noch.
Rückenwind, okay. Ja, das ist nicht schlimm. Der Rückenwind hört auch irgendwann auf. Flügelschlag. Okay, was macht Flügelschlag? Wie viel Schaden? Nicht... Oh, nicht mal die Hälfte. Das ist sehr praktisch. Und wie viel machen wir Schaden? Nicht mal die Hälfte. Das ist unpraktisch. Das ist sehr unpraktisch. Aber auch... Ja. Oh, der Rückenwind lässt schon nach. Das ging aber richtig schnell. Ich habe so eine ganz böse Vermutung, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Es ist nicht unbedingt so schlimm, aber... Es zieht den Kampf wieder unnötig in die Länge. Und ich finde, wir sind gut vorangekommen, ne? Ich glaube, ich nehme wieder eine Aufnahme... Ich weiß nicht, ich möchte eine Aufnahmesession aufnehmen. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Volltreffer, 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 Volltreffer. Nein! Ich habe so ganz böses nach... Wo hast du den Hypertrack her? Warum hatte der Arenaleiter vor zwei Arenen keinen und der letzte auch nicht? Wieso? Das will ich wissen. Yes, müssen wir uns heilen. Es geht nicht anders. Du dreckiges Teil, ich... Du setzt Spiegeltrick ein. Das ist auch die einzige Flugattacke, die uns keinen großen Schaden macht. Aber das Problem ist jetzt einfach in dem Fall, mit dem nächsten Flügelstoß würde uns töten. Aber, hey, er trifft nicht. Und ihr seht, der Kampf wird wieder unglaublich, unglaublich lange in die Länge gezogen, wegen einem Pokémon. Und weil ich zu geizig war, unbedingt hier, ja... Wie heißt es jetzt, auflockern zu holen. Hat das Ding rote Augen? Ich weiß es gerade nicht. Aber es... Oh ja, Baby, es brennt. Fahr zur Hölle. Das war... Oha, das ist weniger, als ich dachte. So, Beutel. Es setzt jetzt bestimmt Ruheort ein. Das ist sehr... Das kann sehr klar... warum setze ich keinen Hypertrank ein? Das kann sehr gut zustimmen, dass es jetzt den Ruheort einsetzt. Ja, das war klar. Aber die Verbrennung wird ja nicht geheilt. Das ist also nicht so schlimm. Boah, lag. Und ich bin irgendwie vom Fenster abgekommen. Die Verbrennung schadet dir, ja. So. Ja, alles auf eine Karte. Flammrad muss treffen. Oder es trifft einfach beides nichts. Und die Verbrennung schadet natürlich. Wenn es jetzt kein Ruheort einsetzt, dann haben wir vielleicht gewonnen. Ja. Ich denke mal, jetzt wird ein KP übrig bleiben. Oder auch nicht, okay. Weil Ferner das erste Pokémon in diesem Part hier, was überlebt hat, voll Level Up. sehr praktisch. Und Vogelfinger Angela ist besiegt. Ja, dass sich das überrascht hat, hätte ich nicht gedacht. So. Pokémon. Vorab. Item nehmen. Item geben. Und zwar ganz unten das Teil. Genau, der LP-Teiler. Denn ab nun wird auch Kirlia trainiert. Definitiv. So, wir teleportieren uns einmal kurz zurück. Wozu wohl, um unsere Pokémon zu heilen? Klar. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Auf welches Pokémon sind wir denn noch nicht gestoßen? Also wir sind schon auf einen Celebi gestoßen. Ich glaube, das haben wir sogar gefangen. Das ist jetzt schon über 20 Parts, glaube ich, her. Ich weiß es gerade nicht im Kopf. Bevor ich eine Aufnahmesession gerade hier mache. Folge 43, 44 und vielleicht auch 45 in einem. Guten Morgen. Ja, ich habe nämlich Urlaub. Haha, deswegen guten Morgen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass der schwänzt jetzt die Arbeit wegen Aufnehmen. Was bist du denn für ein Gangster? Ich habe noch nie die Schule geschwänzt dafür. In dem Fall ist mir auch scheißegal, was hier gemacht hat und was nicht.
Ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß genau, dass ich, ja, nicht unbedingt schwänze. Oder auch Schwänzer kreuze, also, wobei das zweite mich ein bisschen verstört. Weil, ja, ich gehe darauf nicht weiter ein, das ist jetzt, ja, YouTube wird dadurch ausrasten und das möchte ich nicht.